Also ich war ja bis Ende 2017 Ja. Nationalratsabgeordnete für die Grünen und dann kam dieses Desaster, dass die Grünen aus dem Nationalrat katapultiert wurden. Ich fürchte, in der Politik besteht ein bisschen die Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren, im Sinn von nah an der Lebensrealität von vielen Menschen zu sein. Teach for Austria habe ich eh schon seit Jahren gekannt und dann habe ich mir gedacht, ja, Teach for Austria wäre mein Wunsch. Und ja, ich bin froh, dass es funktioniert. Liebe Aleph, willkommen. Willkommen zur Education Conversation bei Teach for Austria. Danke. Danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, es ist ja für mich jetzt besonders eigentlich spannend, weil wir ja auch die Katharina Werner interviewt haben, von der Schule Fellow in den Nationalrat und du eben aus dem Nationalrat kommend in die Schule. Wie fühlt sich das eigentlich an, jetzt statt ins Hohe Haus in die Schule zu gehen? Es fühlt sich sehr, sehr spannend an. Es ist wahnsinnig viel los in der Schule. Wenn Kinder aneinander geraten, ist es natürlich weniger schön anzuschauen, aber auch das gehört zum Lehrerinnenalltag dazu. Es gibt nicht mehr so viele Sitzungen wie im Nationalrat und ich muss sagen, das bereue ich nicht. Und das Tolle ist, finde ich, so erlebe ich es, sehr viele Themen wie Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, über die man im Nationalrat viel spricht, die kann man jetzt wirklich eins zu eins an der Basis umsetzen und angehen. Das versuche ich zumindest. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Jetzt geht es so richtig ans Doing sozusagen. Genau. Ich stelle mir irgendwie beides, die Lehrkraft, aber auch die Politikerin, ein bisschen wie auch ein Handwerk vor, das man erlernen kann. Was von deinem alten Handwerk, von deiner Politikerinnenzeit, was kannst du da eigentlich mitnehmen, was kannst du verwenden? Einiges. Ich würde sagen, einmal sicher so dieses knappe, pragmatische, also dass man zum Beispiel versucht, die Zeit zu nützen. Und das ist vor allem wichtig, um diese 50 Minuten Unterrichtszeit gut zu nützen. Weil vor allem, wenn das Herzblut an Themen hängt, kann es auch sein, dass die 50 Minuten so vergehen, ja, und du schaust dich um und die Stunde ist vorbei und denkst dir, wann ist das passiert? Und da hilft mir schon diese lange Übung mit Zeit effektiv nutzen, Sitzungen effektiv nutzen, Dinge versuchen auf den Punkt zu bringen und nicht um den heißen Brei herumzureden. Das auf jeden Fall. Eine Konzentration aufs Wesentliche ist irgendwo da drinnen. Genau. Zweitens natürlich auch die Rhetorik, die ganzen Medienschulungen, die Rhetorikschulungen, die ich gemacht habe, die sind natürlich extrem nützlich, wenn man vor dem Publikum der Schüler und Schülerinnen steht und etwas präsentieren will, etwas sagen will, aber auch die permanenten Störungen bei den Reden im Nationalrat, die ich leider erlebt habe und die viele Kolleginnen und Kollegen erleben bis heute, auch die kann man sinnvoll nutzen im Sinn von, wenn eine störende Meldung aus der Klasse kommt, dass man gar nicht darauf eingeht, dass man sich auch da auf das Wesentliche konzentriert und sich nicht ablenken lässt vom Thema. Ja, und ich denke mir, dass soweit ich das manchmal verfolge im Nationalrat, manchmal auch, ja, würde ich sagen, durchaus bösartigere Störungen, als man dann in der Schule Ja, leider immer wieder. erleben muss. Und von dem her, ich meine, gibt es auch irgendwas, was du vermisst aus der Zeit im Nationalrat, wo du sagst, wow, das war ja schon irgendwie nett auch? Ich meine, beim Politikerinnenberuf finde ich das Spannende, dass man viele unterschiedliche Menschen trifft, aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, wie ich zum Beispiel mit dem Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen geplaudert habe, wie ich eine EU-Kommissarin besucht habe mit Kollegen, Kolleginnen. Das waren schon sehr, sehr spannende Dinge. Aber ich muss sagen, ich genieße sehr, Tag für Tag für Bildungsgerechtigkeit quasi meine Frau zu stehen. Und die Energie der Kinder und Jugendlichen ist auch manchmal im wahrsten Sinn des Wortes umwerfend. Und das versuche ich positiv für mich zu kanalisieren und von dieser Lebendigkeit und von dieser Authentizität auch
möglichst viel mitzunehmen. Und das ist, das macht wahnsinnig glücklich. Ja, ja, ich glaube, die Freude an der Interaktion ist natürlich dann in der Schule mit jungen Menschen, die sich weiterentwickeln, natürlich schon nochmal anders als in einem doch eher klassischeren Setting, wo die Grenzen vielleicht ein bisschen klarer definiert sind manchmal. Jetzt sagen viele Fellows das, was sie halt auch erlernen, das sind ja auch, ist ja auch in verschiedenen Kontexten nutzbar. Jetzt nur als Gedankenexperiment, stell dir vor, du würdest jetzt in die Politik gehen, erstmals vielleicht. Was würdest du dann mitnehmen aus deiner Fellow-Zeit in die Politik? Was hättest du gern schon gewusst vor 7, 8 Jahren? Ich fürchte, in der Politik besteht ein bisschen die Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren, im Sinn von nah an der Lebensrealität von vielen Menschen zu sein. Das hängt einerseits mit der Zeiteinteilung zusammen, dass man irrsinnig viele Termine hat, dass man oft von Termin zu Termin hetzt richtig und versucht, dort alles möglichst gut zu machen und seine Aufgabe gut zu erledigen. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass man mit der Zeit den Kontakt verlieren könnte zu normalen Menschen, unter Anführungszeichen, weil man es oft mit anderen Politikerinnen und Politikern zu tun hat, mit hohen Beamten, mit Ministerinnen, Ministern und so weiter. Und ich denke mir jetzt, beides kennend, dass es eigentlich vielen Politikerinnen und Politikern gut täte, so kurze Auszeiten zu haben, um vielleicht eine Woche mal am Stück in eine ganz andere Lebensrealität einzutauchen, um nicht unterzugehen in Sitzungen und Politzeug, sondern auch zum Beispiel die Lebensrealität von unterrichtenden Personen, zum Beispiel die Lebensrealität von einer Supermarktkassierin, das alles zu erleben. Ja, und ich glaube, da reicht dann diese 5 Minuten Eröffnung des Supermarkts einfach nicht, sondern da muss man wirklich eintauchen, mal für ein paar Wochen, um es zu spüren. Ja, genau. Und das spürst du jetzt jeden Tag. Und von denen, du hast ja auch die Sommerakademie mitgemacht, da doch eine intensive Zeit, glaube ich, auch mit vielen neuen Dingen. Was würdest du sagen, jetzt sei es jetzt hier, jetzt in der Schule, aber auch in deinen anderen Aktivitäten, was nimmst du da vor allem mit? Was sind die Themen, die dir am meisten jetzt day-to-day helfen? Also ich muss sagen, wie ich bei der Ausbildung in der Sommerakademie oder bei der Online-Ausbildung von Teach for Austria zum Beispiel gehört habe, Kinder brauchen Grenzen und ihr werdet sehen als Lernbegleiterin, dass die Kinder das teilweise einfordern, dass man ihnen Grenzen setzt, ist mir das ehrlich gesagt ziemlich komisch vorgekommen. Ich habe mir gedacht, nein, wieso? Kinder wollen doch hauptsächlich frei sein, am besten gar keine Grenzen. Und es war für mich sehr überraschend zu erleben in der Praxis, dass das wirklich total stimmt. Ja? Und dass Kinder und Jugendliche auch Grenzen brauchen, um sich weiterzuentwickeln, um gesellschaftliche Spielregeln kennenzulernen, aber auch um eine gewisse Sicherheit zu haben. Das war zum Beispiel etwas, also das hat mich einerseits erstaunt und andererseits hat mir das sehr geholfen, das rechtzeitig vor der Praxis gehört zu haben. Und es gibt viele, viele ähnliche Dinge, die mir jeden vielleicht Tag helfen, im Schulalltag hoffentlich nicht nur zu bestehen, sondern es auch gut zu machen. Ja, da hätte ich, glaube ich, auch etwas, was man dann auch auf die Politik übertragen könnte, dass man sagt, auch dort sollten man die Grenzen manchmal klarer setzen oder muss man auch klar setzen, glaube ich. Wenn du diese Entscheidung anschaust, ist ja doch etwas, was, glaube ich, ich nehme an, manche aus deinem Umfeld vielleicht erstaunt hast, wie du dann nach der Politik hast du eine gewisse Auszeit oder genommen und überlegt, was du machen möchtest und hast dich dann eben für die Tätigkeit als Lehrkraft über Teach for Austria entschieden. Wie kam es da dazu? Also ich war ja bis Ende 2017 Nationalratsabgeordnete für die Grünen und dann kam dieses Desaster, dass die Grünen aus dem Nationalrat katapultiert wurden. Das war zuerst natürlich ein Riesenschock, nicht nur für mich, sondern für alle Kolleginnen und Kollegen. Also es hat natürlich einige Monate gedauert, um diesen Schock zu verarbeiten. Damals war ich auch noch im Bundesvorstand der Partei.
Und wir, also man musste natürlich schauen, dass Dinge weitergehen. Und wie diese Arbeit halbwegs das Gröbste erledigt war, habe ich dann angefangen zu überlegen, was möchte ich als nächstes machen. Und ich habe mir ein Sabbatical gegeben, wo ich sehr, sehr viel gelesen habe, viele tolle Veranstaltungen besuchen konnte. Endlich hatte ich mehr Zeit. Und es hat sich für mich immer mehr herauskristallisiert, es soll für mich in Richtung Bildungsgerechtigkeit gehen. Mit dem Thema war ich zwar in den letzten Jahrzehnten auch natürlich beschäftigt, weil meine Themen Antirassismus, Gleichberechtigung, Migration, Vielsprachigkeit und so weiter waren. Aber je mehr ich mich da eingelesen habe, desto mehr war das für mich klar, dass ich meine bisherigen Erfahrungen und mein Wissen dort für Bildungsgerechtigkeit einbringen will. Und Teach for Austria habe ich eh schon seit Jahren gekannt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Teach for Austria wäre mein Wunsch. Und ja, ich bin froh, dass es funktioniert hat. Du hast dich ja nach einer sehr erfolgreichen Karriere in einem Geschäftsfeld, in einem im Politikfeld, in die Praxis bewegt, in der Schule. Kannst du dadurch besonders etwas Besonderes mit in die Schule nehmen? Eine besondere Fähigkeit, eine besondere Erfahrung? Macht das dich anders als eine junge Lehrkraft? Ich versuche auf jeden Fall einen anderen Blickwinkel hineinzubringen. Ich will mich da jetzt nicht über andere Menschen erheben anders. Und sagen, ich. Ich denke mir, so wie unser Schulsystem gestrickt ist, ist es sicher von Vorteil, je mehr Menschen mit anderen Blickwinkeln, und das sollten hoffentlich ganz unterschiedliche sein, logischerweise nicht nur aus der Politik kommen, je mehr solcher Menschen im Bildungssystem aktiv werden, desto besser. Ich glaube, was lange Zeit Normalität unter Anführungszeichen war, dass man aus der Schule rausgeht, die Ausbildung als Lehrerin, Lehrer macht und dann geht man wieder an die Schule zurück und hat kaum was anderes aus dem Arbeitsleben gesehen. Ich glaube, es tut ganz gut dem Bildungssystem, wenn das aufgelockert wird durch Menschen. Ja? Wie gut das Menschen machen, die wie ich Quereinsteigerinnen sind, das müssen natürlich andere beurteilen. Ja, ich glaube, es gibt ja einige, die das beurteilt haben und die haben gemeint, das macht sie alle sehr, sehr gut. Die Schule ist ja eben auch sehr dynamisch, das ist gesagt. Es gibt immer neue Herausforderungen, neue Themen. Jetzt, du hast doch vorher im Vorgespräch gesagt, dass auch an eurer Schule jetzt auch ukrainische Kinder sind. Es gibt noch immer viele Kinder, die in den letzten Jahren nach Österreich gekommen sind, aber auch viele andere. Wo, sagst du, bewegt sich es am schnellsten? Wo glaubst du, das Bildungssystem muss noch am meisten auch hinzulernen oder du auch als Fellow hinzulernen, damit wir diese Dynamik, dieses am Puls der Zeit bleiben, erfüllen können? Okay. Wie viele Stunden haben wir Zeit, um darüber zu reden? Du hast ja gesagt, als Politikerin immer kurz am Programm. Ja, genau. Wie kann ich diese Riesenfrage jetzt kurz beantworten? Also was mir sehr Kopfzerbrechen macht, sind diese 50-Minuten-Einheiten, die quasi aus dem 19. Jahrhundert übrig geblieben sind. Das setzt uns völlig unnötige Grenzen. Also ich merke das immer wieder im Geschichteunterricht zum Beispiel, diskutieren wir ganz aufgeregt in der Klasse, also natürlich die Kinder diskutieren hauptsächlich über ein Thema und dann so, die 50 Minuten sind vorbei und dann 10 Minuten Pause und dann kommt schon Chemie dran oder Physik. Also so dieses ständige Wechselnde, das ist eigentlich ein riesiger Hemmschuh. Ja, ich würde es ganz toll finden, wenn wir mehr Möglichkeiten, also wenn das Schulsystem mehr Möglichkeiten geben würde, mehr in Richtung Projektunterricht und mehr in Richtung Module zu gehen, um auch den Kindern und Jugendlichen die Zusammenhänge besser zu vermitteln. Ja, also dass Geschichte mit Geografie zusammenhängt und dass jeder Unterricht eigentlich auch Deutschunterricht ist im Sinn von Bildungssprache und so weiter, also diese Sachen. Zweitens, natürlich brauchen Schulen mehr Ressourcen im Sinn von mehr Lehrerinnen und Lehrerstunden. Du hast den Ukraine-Krieg angesprochen. Wie gesagt, gibt es an unserer Schule jetzt schon erste aus der Ukraine geflüchtete Kinder.
Sonst haben wir ja sowieso viele Geflüchtete, zu unterschiedlichen Zeiten geflüchtete Kinder, also tschetschenischsprachige Kinder, kurdischsprachige Kinder, arabischsprachige Kinder, Kinder aus Afghanistan und so weiter. Mein großer Herzenswunsch, ich weiß nicht, ob ich das in meiner Lebenszeit erleben werde können, eigentlich brauchen wir eine Ganztagsschule mit verschränktem Spiel und Unterricht. Ja? Also natürlich nicht den ganzen Tag Unterricht, sondern, aber wir sehen gerade bei bildungsbenachteiligten Kindern, wo die Eltern zu Hause leider weder bei den Hausaufgaben helfen können, noch beim Sprachunterricht und so weiter, dass wir die zum Mittag einfach nach Hause entlassen und sich selbst überlassen, das ist eigentlich, eigentlich ist das ein Bildungsskandal, ja. Also das wären drei eher große Wünsche, aber wir schieben da an permanent und hoffentlich wird das auch mal umgesetzt werden. Ja, jetzt kannst du ja auf jeden Fall sagen, du hast die Day-to-Day-Erfahrung und weißt, wo es vielen Kindern, die eben dann im österreichischen System nicht die gleichen Chancen haben, was ihnen zumindest helfen würde. Was war die Reaktion von deinem Lehrerkollegium, von den anderen Lehrerkollegien? Waren die überrascht oder weil die kannten dich ja manche zumindest aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung? Manche kannten mich. Die mich kannten aus den Medien als Politikerin sozusagen, die waren teilweise ziemlich erstaunt, muss ich sagen. Also ich habe mehrmals erlebt, dass das offensichtlich nicht erwartet wurde, dass man, nachdem man Nationalratsabgeordnete war, unterrichtet. Mhm. Finde ich schade, weil eigentlich sollte es in beide Richtungen durchlässig sein. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich vieles, was in der Politik, was ich lernen durfte, dass mich das stark unterstützt beim Unterrichten und beim Jugendliche und Kinder begleiten. Mhm. Zum Beispiel beim Fach politische Bildung, wenn ich den Kindern erklären kann, wie Gesetze zustande kommen. Nämlich dann nicht nur, was in Büchern steht, sondern wie die Praxis auch ausschaut. Wie es wirklich ist, ja. Und ganz lustig waren manche Reaktionen von den Schülerinnen und Schülern. Ich habe das so gut wie nie von mir aus erzählt eigentlich, dass ich Nationalratsabgeordnete war, 9 Jahre lang und davor Landtagsabgeordnete. Es ist ein paar Mal vorgekommen, dass sie es, ich glaube, sie haben meinen Namen gegoogelt oder im Internet nachgeschaut und so. Und dann war das sehr, sehr lustig. Ja, also einmal bin ich in meine Stammklasse quasi gekommen, wo ich Co-Klassenvorständin bin. Und ich habe gemerkt, irgendwie sind die so unruhig und schreien fast herum. Und habe dann gesagt, was ist los? Und dann sagt meine, Frau Korun, Sie sind Politikerin. Und ich war dann wirklich so, hups, was passiert jetzt? Ja, und da habe ich erst festgestellt, einer hat es gegoogelt und hat dann rausgefunden und hat in den klasseninternen Chat das hineingegeben. Ja, die Frau Korun, und schaut euch das an und so. Und ja, und dann haben wir dann gemeinsam viel gelacht. Und dann kommt auch sehr oft die Frage, wenn Sie es eben rausgefunden haben, warum? Ja, warum sind Sie an die Schule gegangen oder warum sind Sie in diese Schule gekommen? Und ich versuche Ihnen dann zu vermitteln, dass jede Arbeit hoffentlich einen Sinn macht oder viele unterschiedliche Jobs, viele unterschiedliche Tätigkeiten einen Sinn machen und dass ich es wunderschön finde, junge Menschen auf ihrem Bildungsweg ein Stück zu begleiten. Ja. Und da merkt man aber auch, wie diese gesellschaftlichen Hierarchien, die es leider gibt, ja, so quasi diese Vorstellung, Politikerin wäre was viel, viel Wichtigeres als eine Lehrerin. Ich würde heute sagen, ein Blödsinn. Ja? Also manchmal denke ich mir sogar, also eigentlich sind die Lehrerinnen und Lehrer sehr wichtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr wichtig, ja, und in sehr, sehr vielen Fällen sogar wichtiger mit der Arbeit, die sie machen, nämlich die Jugend des Landes gut zu begleiten. Ja, also ich habe da sehr lustige Sachen erlebt in der Schule. Das kann ich mir vorstellen, weil das ist ja doch, es ist überraschend, weil es eben nicht so oft passiert. Und ich glaube aber, dass es jetzt ein Zeichen dafür ist, ja, dass man eben an unterschiedlichen Zeiten seines Lebens unterschiedliche Dinge wirkungsvoll machen kann. Mhm.
Jetzt trotzdem nutze ich nochmal deine frühere Erfahrung. Es gibt ja viele Alumni oder Fellows, die sich auch politisch engagieren, auch derzeit. Also jetzt nicht nur die Katharina Werner, sondern auch viele andere im Landtag in Wien, der Felix Stadler oder viele andere. Was wäre dein Tipp an junge an Fellows, Alumni, die politisch etwas bewegen wollen, jetzt egal für welche Partei oder in welchem, auf welcher Ebene, Gemeinde oder auf Bundesebene? Was sind so zwei, drei Tipps, die du sagst, das würdest du jungen Menschen mitgeben? Also glücklicherweise ist Gesellschaftspolitik oder politische Aktivität ja nicht nur auf politische Parteien beschränkt. Und wir haben ja eine ziemlich lebendige Zivilgesellschaft. Von dem her würde ich sagen, auf jeden Fall können Menschen, die politisch, gesellschaftspolitisch etwas bewegen wollen, sich Verbündete suchen auf jeden Fall, das ist das Wichtigste, ob in einem Verein oder in einer politischen Partei. Versuchen, dorthin zu gehen, wo das Herzblut ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Thema zu suchen. Ja. Können auch mehrere Themen sein, aber auf jeden Fall etwas. Also da gibt es ja von Peter Drucker diesen, finde ich, wunderschönen Satz, pay attention to what you pay attention to. Also schau dir das an, was dich interessiert, was du spannend findest. Und dann würde ich sagen, go for it. Ja? Also vielleicht kurz überlegen, was will ich bewegen, was liegt mir am Herzen, Verbündete suchen und dann losstarten. Ob das jetzt eine Bürgerinneninitiative ist, ob das ein Volksbegehren ist, ob das eine Kandidatur bei einer politischen Partei ist. Ja, und dann hineingehen. Ja, ich glaube, wenn wir über Leadership und so immer reden, dann geht es ja darum, was will ich verändern, wo möchte ich ansetzen und sich dann voll reinschmeißen in was auch immer es halt ist, dann kann man Menschen begeistern dafür und auch andere mitnehmen auf dem Weg dazu. Vielleicht ein Tipp doch dazu noch. Menschen begeistern ist ganz wichtig. Man muss aber gleichzeitig, vor allem wenn man für etwas brennt, muss man darauf sehr aufpassen, dass man nicht verbrennt. Also Burnout-Gefahr bei einem politischen Engagement ist natürlich oft gegeben, leider. Das heißt, auch auf sich schauen. Also bei allem Engagement für eine Sache oder für mehrere Sachen doch ein bisschen auch etwas haben, ob das Yoga ist, ob das Spazierengehen ist, ob das ein Haustier ist. Ja, bitte auch auf sich schauen. Sehr wichtig. Und ich glaube, diese Frage der Resilienz, die wir auch im Fellow-Programm immer haben, auch die Lehrkräfte brauchen diese Balance, um zu schauen, weil auch das ist ein anstrengender und schwieriger Beruf oft auch. Und von dem her diese Resilienz, diese Balance, das ist ja uns auch wichtig, dass das die Fellows auch für sich erlernen und erleben. Genau. Du weißt ja, wir haben ja TFA 10, also 10 Jahre Teach for Austria. Ich hoffe, du weißt das. Ich glaube, es wissen inzwischen alle. Fürs Fest habe ich mich schon angemeldet. Super. für diese 10 Jahre, mein Sohn wurde irgendwann mal 10, da darf man sich ja was wünschen. Was würdest du uns allen, du bist ja Teil davon, zu unseren 10 Jahren wünschen? Also auf jeden Fall, dass die Begeisterung weiter wächst, muss man fast sagen, ja, weil sie ist ja nicht, also sie ist ja nicht eingefroren, sondern sie entwickelt sich weiter. Das finde ich. Das finde ich einen der anziehendsten und spannendsten Punkte bei Teach for Austria. Also dieser Enthusiasmus, dieser Glaube an die Sache, weil dann kann man dafür auch viel bewegen. Ja? Ja. Zweitens erlebe ich bei Teach for Austria von Anfang an, also seit ich es besser kenne, diese Tendenz groß zu träumen. Das finde ich ganz toll. Braucht man unbedingt, um weiter zu wachsen. Dream big. Und drittens, aber das passiert eigentlich sowieso, am Puls der Zeit bleiben, weil wir in einer sehr schnelllebigen Zeit sind. Und die Entwicklungen, ob das jetzt in der Bildung ist, in anderen gesellschaftlichen Bereichen, immer im Blick behaltend versuchen, für sich zu nutzen. Liebe Alev, vielen, vielen Dank. Dein Kommen. Sehr gerne. Für die nette Unterhaltung. Und ich finde es echt super,
Ich finde es wirklich super, dass du das machst, dass dir auch so Spaß macht. Ich hatte ja die Möglichkeit, in der Teach for Austria-Woche dich auch live in Action in deiner Schule zu besuchen und zu sehen, wie das auch mit den Kindern super funktioniert. Und ich glaube, diese Beziehung, bin mir sicher, konntest du auch nicht nur wegen deiner Persönlichkeit, sondern auch aufbauen, weil du vielleicht diese Erfahrung davor gemacht hast, weil du eine andere Perspektive hast und weil sie diesen Schritt tief drinnen, glaube ich, sehr respektieren. Insofern vielen Dank, dass du bei uns vorbeigeschaut hast und von deinem Tag erzählt hast. Sehr gern. Danke. Baba.